haben neue Überraschungstütchen von Playmobil besorgt aus der Serie 10, 11 und 12 für Mädchen. Und da sind auch zwei für Jungs dabei. Genau. Rosa ist für Mädchen, blau für Jungs, ab 5 Jahre geeignet. Und ich würde sagen, wir packen die einfach aus. Fangen wir einfach mal an. Das hier ist jetzt eine Mädchentüte aus der Serie 10. Ja, ne, wir hatten ja, ich glaube, wir hatten davor schon mal welche. Ne? Mhm. Okay, jetzt bin ich neugierig, jetzt bin ich gespannt, was das ist. Sieht so ein bisschen aus wie eine Serviererin oder ein Hausmädchen oder sowas. Das sieht aus wie, ist da, guck mal, ob da eine, ein Herr, Herzer. Ein Herzer? Das könnte ein Herzer sein, das könnte, ja, könnte sein. Wir gucken mal, Moment. Die Figuren gibt es bei der Serie 10 und ich glaube, wir haben eine Serviererin. Ja, Tellertaxi. Eine Kellnerin, jawohl. Ein Tellertaxi. So, die gebe ich gleich mal weiter zum Zusammenbauen. Und dann mache ich nämlich auch dann schon die nächste auf. Ja, geh mal her. So, ich gebe auch mal weiter. Hier, bauen wir es zusammen. Wie du willst nicht. Ja, wie du willst nicht. Wie soll ich das jetzt machen? Wir machen die nächste Tüte 10 auf. Mädchentüte. Ui, ich sehe schon, was da rauskommt. Ja, geil. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Es sieht doch verdächtig nach einer Elfe aus. Guck mal. Das sieht doch sehr verdächtig nach einer Elfe aus. Hier kam gerade ein Donut angeflogen. Ein Donut? Ja. Ist ja cool. Ja, nee, das war nicht cool. Ist der von dir oder? Ja, das kann schon sein. Ein Donut? Ja, kann ja sein. Der muss von mir sein. Von der Kellnerin. Oh Gott, was ist das denn? Hä? Wie geht das denn? Ey, ganz ehrlich, was ist das? Was ist das? Sieht aus wie ein Brötchen, oder? Ja, toll, verdammt. Jetzt hältst du es in der Kamera, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was das ist. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt? Ja. Du musst auf die Packung gucken. Ich denke, ach, guck mal, die hat einen Dutt hinten auf dem Kopf. Was hat die? Die hat einen Dutt. Wie, die hat einen Dutt? Einen Dutt. Oh. Ja, die hat einen Dutt. Geil. Wie geil ist das denn, ey? Okay, das muss ich mal zeigen. Hier ist die Frau Kellnerin. Der fehlt jetzt allerdings noch der Rock, ne? Aber ich wollte mal gerade zeigen, hier ist, ja, eigentlich hätte die hinten einen Pferdeschwanz. Und jetzt gibt es hier so ein cooles Teil. Und das kann man dann hinten so draufstecken. Ein Haarteil. Dann hat die ja, das. So dann geil. Ist die arbeitstauglich, ne? Dann hat ist die sehr cool. Ja. So, kriegt hier noch einen Rock an, ne? Kann er hier nicht mit Unterhose rumlaufen. So, ich bin mit unserer Elfe auch schon fertig, mit unserer Waldläuferin. Wo ist denn jetzt der Donut hier? Mit Pfeil und Bogen. Ja, die ist doch cool, oder? Ja, mir ist der Donut abhandengekommen. Ich mache weiter mit der Jungserie. Elf. Nein. Jetzt hat unsere Elfe zu Boden gerissen. So. Hier ist unsere Kellnerin. Juhu. Ah, oh, die ist doch total süß. Ja. Sehr schön. Hm? Sehr, sehr schön. Geil. Ist schon cool, ey. So, weiter. Einmal hier, einmal hier. Oh, da ist die Eulenschere wieder. Die Eulenschere ist auch dabei, ja. Das da sieht mir aus nach einem ja. Kellner der Besonderen. Oh, geil. Geil. Ah, ich muss euch aber... Was habe ich dir gesagt? Ich muss euch sagen, zeigen, welche Figuren es bei der jungen Serie 11 gibt. Und ich glaube, wir haben einen Geisterkellner dabei. Ja. Den ich dann hiermit auch mal weiterreichen werde. Ist das cool. Dann haben wir ja heute zwei Kellner. Ich habe mir schon fast gedacht. Ja, genau. Mann und Männchen. Mann und Frau. Mann und Männchen. Ah, hier ist ein Aufkleber dabei. Hier ist er zum Gucken. Hm, der riecht doch schon wie so ein Geisterkommel. Ja. Oh! Oh! Und wir haben ihn nochmal. Wir haben den nochmal. Ja, dann bauen wir den zweimal auf. Was habe ich dir gesagt? Du wirst dich freuen. Du hast, ich habe dir gesagt, du wirst dich freuen. Du hast schon gedacht, dass der da drin ist. Ja. Und ich wollte ihn auch unbedingt haben. Also wir wollten ihn beide unbedingt auch haben. Ja. Und ich habe dir gesagt, du wirst dich freuen. Geil. Ja, auf jeden Fall.
Also, der ist ja wohl mega. Ja, so dünner for one mäßig, ne? Nur ein bisschen Dinner for two? mehr so in die Richtung FSK 18 halt, so Zombie-mäßig und so, ne? Als Horror und so. Naja, hier der jetzt nicht gerade, ne? Der lustige Freund, der aber. Ja, so ein bisschen sieht der aus wie ein weißer Wanderer, ne? Von Game of Thrones. Irgendwie so ein bisschen wie der Nachtkönig, ne? Also das müssen wir ins Tablett reinkleben. Ich glaube, das sind so Madeneier, Klibber, Hätte ich jetzt gedacht, also aber. voll die ekligen Sachen. Und Totenkopf hat er auch noch mit dabei. Ja, ich bin total begeistert. Das ist echt klasse. So, ja. Ach, ich habe den gar nicht hier. Der hat ja noch so einen Ständer, ne? Ja, genau. Der Ständer ist mit dabei, weil irgendwie durch das, ich gehe mal von aus, durch den Teller, was er da trägt, oder durch das Blech, fällt er dann nach vorne über, ne? Ah ja, und dann. Theoretisch. Ja. Ist er jetzt bei mir nicht, aber ist trotzdem. Also schön, super. Dann ist er halt jetzt so auch stabil. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das war's dann. Ah, nee, Nein, 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 das war's noch nicht. ja, wir haben ja noch Wir haben mehr. noch ein paar. Jetzt Oh, ich dachte geht's schon. weiter mit der Mädchenserie 11. War schon ein bisschen traurig. Nee, oder? Ja. Die Ja. hatten wir auch schon mal. Die hatten wir schon mal drinne in einer vorherigen Tüte, die wir Ja. jetzt nicht ausgepackt haben. Da ist eine Puerto Rica. Pietrikanerin, eine Mexikanerin halt, ja. Ja, genau. Pietrikanerin haben wir Ja, das nicht. dann die bauen wir jetzt aber nicht zusammen. Nö, weil die haben wir ja schon. Deswegen mache ich die mal erstmal auf Seite. Genau. Oh, eine Eisprinzessin, glaube ich. Ich zeige euch nochmal, welche alle in Serie 11 drin sein können. Ja, schön. Und ich denke, da ist eine Eisläuferin drin. Die baue ich dann zusammen. Und das hier war die Kalterikanerin, ne? Yay! Okay, ich habe hier noch eine aus Serie 11, die mache ich noch auf. Ja, die habe ich mir mega, 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 mega gewünscht. Da ist eine Bayerin drin mit Lebkuchenherzern. Oh, ist das süß. Und die Herzchen, die muss man dann noch aufkleben, die Lebkuchen. Finde ich super schön. Ja, mei, weiß auch gar nicht. Ach, fesches Madel. Ja, hier. Da ist er. Oh, die ist toll. Müssen wir mal von da zeigen. Wow. Der Stab, das sieht man jetzt nicht so gut, aber der ist ja total am Glitzern. Ne? Ja. Und die hat ein paar mehr Herzen dabei, ne? Nein. Ja, doch, doch, doch. Die hat drei Stück. Ja, so viel braucht ihr doch gar nicht. Wenn die welche verkauft. Ihnen nirgendwo. Ein Nirgendwo. Herzelein. Ah, Nirgendwo. die ist so süß. Die habe ich mir so sehr gewünscht. Ich zeige die euch jetzt. Die ist fertig. Jo mei, gut schaust aus. Ja. Die ist fesch. Herzig. Hier sind noch die Lebkuchenherzchen, die sie noch mit dabei hat. Mega, mega süß. Jetzt haben wir ein Tütchen aus der Serie 12 noch, Mädchentütchen. Oh, das ist cool. Ich zeige euch jetzt erstmal, welche es gibt. Wir hatten nur einen in der 12, ne? Nein, wir haben mehrere aus der 12. Ne? Also die Figuren gibt es in Serie 12. Und wir haben jetzt auf jeden Fall Eine Freiheitsstatue. eine Freiheitsstatue in Gold. Oh, das wird super cool. Die gebe ich mal zum Aufbau weiter. Die Playmobil-Figuren, die sind so schön, finde ich. Generell, aber auch hier in diesen Serien, die finde ich so schön. Also es gibt eigentlich keine, wo ich jetzt sagen würde, die ist richtig hässlich oder so. Man hat klar so seine Favoriten, aber die sind einfach alle toll. Ja, und ich glaube, es ist ein Burgfräulein. Ja, da bin ich mal gespannt, wie die aussieht, wenn ich die zusammengebaut habe. Oh, diesmal haben sie mir zwei Köpfe mit reingemacht. Nö. Ein auf Ersatz. Nö. Warte mal, guckt der eine vielleicht anders? Nein, nein, nein. Wirklich haargenau die gleichen. Ja, ich meine, wenn man da. Ja, wenn man mal so einen Kopf verliert.
wenn man den Kopf verliert. Ja, oder man hat ja Armbändchen so gehabt. Ich meine, naja, wenn man so mehrere Tüten kauft, dann irgendwann hat man ein ganzes Menschenpass. Ja, manchmal sind da wirklich dann noch so zwei, drei Teile. Also hier ist die Freiheitsstatue. Oh wow, ging ja schnell. So, und hier kommt unser süßes Burgfräulein. Die hat einen Schlüssel dabei. Wir haben so viele. Wahnsinn. So, die letzte Tüte, auch noch aus der Serie 12 für Mädchen. Oh! Nochmal die Statue. Nochmal die Statue. Dann bauen wir die aber auch nicht nochmal auf. Weil wir haben die ja schon. Ja. Also es hat uns wieder wirklich riesigen Spaß gemacht. Welche Serie findet ihr denn am schönsten? Und welche Figur findet ihr am tollsten? Und habt ihr vielleicht sogar schon irgendwelche Playmobil-Figuren aus den Überraschungspäckchen? Dann schreibt es uns da unten in die Kommentare. Da würden wir uns total drüber freuen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da oben da und gebt uns ein Abo. Bis bald. Tschüss.